herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Robi Gourmet. Ja, heute habe ich euch den Raum in Darth Vaders Festung auf Mustafa nachgebaut. In Rogue One sieht man diese Szene, wo er sich mit Direktor Krennic trifft, der halt weiter in das Kommando über den Todesstern haben will, aber die ganze Maschine an Gouverneur Tarkin dann verliert. Ja, und der Raum fand ich ganz interessant. Man hat hier das große Fenster, wo man dann in die Landschaft hinaus gucken kann, wo die Lavaflüsse zu sehen waren. Die habe ich jetzt nicht nachgemacht. Ich habe mir einfach ein HDRI genommen mit einem Gebirgszug und wo die Sonne hier so gerade über die Berge scheint. Das fand ich sehr gut. Ja, und dann habe ich mich darauf konzentriert, erstmal den Gang hier in der Mitte zu basteln, dann die Säulen, die hier aus der Lava so nach oben kommen, die hatten so schöne Lichter. Dann hier auf der Stirnseite sind ja so drei Abluftschächte. Hier oben hängen dann auch noch so ein paar Elemente dran. Und dann war hier in den Ecken ist immer das gleiche Objekt mit einem Mirror Modifier kopiert worden. Das sind einfach so ein paar Rohrleitungen und ein paar Querstreben. Das ist wirklich nicht so viel dabei. Dann hier habe ich meine Goldtextur von der Protoss-Probe verwendet und ja, das ist hier der Eingang, wo der Krennic dann wahrscheinlich reingekommen ist und auf der anderen Seite auch nochmal die beiden Eckelemente und dieser glänzende Flur, der führt hier dann ja zu dieser Tür und dahinter ist noch ein bisschen ein Cube mit Nebel, den ich schon mal in meinem Nebel-Tutorial gezeigt habe. Ja, und wir können jetzt mal hier auf Solid View gehen. Dann sieht man den Raum mal, kann man ihn besser erkennen, was so die Elemente sind. Das ist wirklich nicht sehr viel gemacht und die hauptsächlichen Effekte kommen halt durch die Dunkelheit und die ganzen Lichter hier drin. So, ich habe den Lichteffekt hinter der Tür noch ein bisschen verstärkt und den Nebel hier noch ein bisschen stärker gemacht und mit so einer kleinen Animation, wenn jetzt hier die Tür aufgeht, dann kann man hier schon so einen coolen Effekt machen. Ja, wie gesagt, das ist mit sehr einfachen Mitteln erstellt worden, der Raum, und man kann unter Info des Programms sehen. Ich habe jetzt hier in einem auch Blender 2.81 installiert und da sind eine ganze Menge Neuerungen noch dazu gekommen. Ich habe noch gar nicht die ganzen Neuerungen von Blender 2.8 ausprobiert, dann haben die jetzt schon wieder die neueste Version ausgeliefert und normalerweise rendere ich hier mit den CUDA-Kernen von dem Kombination von der Grafikkarte und von dem Prozessor und jetzt haben die extra für Cycles und RTX Grafikkarten von Nvidia hier Raytracing unterstützt. Cycles arbeitet auch mit Raytracing und da lag es nahe halt, dass die Raytracing Grafikkarten von Nvidia das hier in Blender auch unterstützen. Das haben sie jetzt eingebaut. Dann, wenn man den Dateidialog öffnet, wenn man jetzt so ein Bild beispielsweise mal schnell rendert und dann kann man es hier speichern und dann öffnet sich hier dieser Dialog. Den haben sie ein bisschen aufgefrischt. Hier oben kann man dann auch noch hochgehen, aktualisieren. Ist auch immer sehr gut, wenn man gerade was gespeichert hat oder hingelegt hat über den Windows Explorer. Dann kann man das hier auch sofort jetzt sehen. Die Filter sind auch neu gemacht werden. Man kann hier auf nur auf Blendfiles filtern oder nur auf Texturen. Dann hier das Dateiformat kann man auswählen, wie gehabt. Und dann, was jetzt auch endlich geht, man kann jetzt endlich hier mit Shift die einzelne Elemente hier in dem Outliner markieren. Und dann werden alle Elemente da
die dazwischen sind, ebenfalls mit markiert. Das ist jetzt wieder eine ganz tolle Sache und die kann man dann, wenn man will, dann in eine neue Collection schieben oder sowas. Oder man kann mit Control hier auch einzelne Sachen machen, wie gehabt, also wie man das vom Windows Explorer erkennt. Das macht das Ganze schon sehr viel einfacher. Dann könnte ich die Kamera jetzt hier noch mal schnell drehen um 180 Grad. So, dann stelle ich die Render Engine noch mal schnell auf Cycles um und gehe noch mal schnell ins Compositing. Ja, da habe ich schon diese neue, den neuen Intel Denoiser. Das ist eine Node. Früher hat man den Denoiser hier unten, also dieses Denoising hier unten aktiviert mit dem Blender Denoiser und jetzt gibt es dazu noch im Compositing den Intel Denoiser. Dazu stelle ich jetzt hier nochmal schnell die Rendereinstellung ein auf, sagen wir mal 10, damit es schnell geht und das Raytracing schalte ich jetzt mal wieder. Genau, schalte ich jetzt mal wieder ab. Das hat bisher bei mir noch nicht so gut funktioniert. Vielleicht muss ich noch irgendwo was aktivieren. Ich habe, meine ich, die aktuelle Treiber-Version runtergeladen und es wird hier auch angezeigt, dass es funktioniert. Sonst vorher mit einem veralteten Treiber hat das hier überhaupt nicht funktioniert. Dass das hier angezeigt worden ist, da hat er hier gar keine Grafikkarte gefunden, die das unterstützt. Aber da ich eigentlich den richtigen Treiber installiert habe, denke ich, dass es alles korrekt war. Vielleicht muss man noch irgendwo was aktivieren. Verstelle ich jetzt wieder auf CUDA um und wir lassen es am besten nochmal jetzt nochmal neu rendern. Das sieht jetzt schon sehr, ja, sehr grobkörnig aus und da gucken wir mal gleich, was diese neue, die Noise Node da noch draus zaubern kann aus diesem Bild. So, und das ist das Ergebnis. Ja, mit so wenig Samples kommen die ganzen Strukturen hier in dieser Goldtextur gar nicht zur Geltung, aber immerhin sieht das Ergebnis doch schon ganz gut aus für so wenig Samples. Man kann dann sehr gut mit der Anzahl der Samples runtergehen beim Rendern in Cycles und kriegt dann doch noch so gute Ergebnisse. Ja, dann war es das erstmal für die Neuerung von Blender 2.8.1. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.